Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Inglife-Video, wo ich euch mal wieder zeige, dass das hier alles gar nicht so schwer sein muss, wie ihr immer denkt. Und heute gucken wir uns 5 Namen von Fernsehserien an, die im deutschen englischen Namen haben und übersetzen die einfach mal. Wir machen uns heute einmal einen kleinen Spaß und gucken uns diese Wörter oder diese Sätze, diese Titel an und gucken, was sie einfach auf Deutsch bedeuten. Diese Serien, die ihr schon seit langem guckt und vielleicht sogar mögt oder nicht mögt, jetzt wisst ihr, was die Titel bedeuten. Fangen wir mit der Nummer 1 an, The Walking Dead. Die Serie mit den Zombies, deswegen heißt dieser Titel auch Die laufenden Toten. Denn man hatte die Zombies, die laufen und sie sind tot bzw. untot. Und deswegen heißt die Serie einfach The Walking Dead. Dann kommen wir direkt zur Nummer 2 der Serien, die wir heute mal übersetzen wollen. Und das ist 2 and a Half Men. Der Titel bezieht sich auf die Charaktere der Serie. Wir haben 2 and a Half. 2 and a Half, 2 und ein halbes oder 2½. Men, Männer. Mehrzahl von Men mit E geschrieben. Es bezieht sich also auf Charlie und Alan, die 2 Männer sind. Und Alans Sohn, der ein halber Mann ist. 2½ Mann. Deswegen ergibt der Name eigentlich in den späteren Staffeln, wo der Sohn gar nicht mehr dabei ist, gar nicht so viel Sinn. Aber natürlich mussten sie den Namen beibehalten. 2 and a Half Men, 2½ Männer heißt diese Serie auf Deutsch. Übrigens, die Serie wurde zuerst ausgestrahlt unter dem deutschen Titel Mein cooler Onkel Charlie. Also, wer das noch von euch kennt, das war der originale deutsche Titel von 2 and a Half Men. Gut, kommen wir nun zu Nummer 3 der Serien. Meine persönliche Lieblingsserie aus der ganzen Reihe hier. How I Met Your Mother. Ein ganzer Satz, der wirklich mit vielen verschiedenen komplizierten Wörtern daherkommt. How ist wie? I met, ich traf, your mother, deine Mutter. Also, wie ich deine Mutter traf. In der Serie geht es ja darum, wie Ted seine Frau gefunden hat und er erzählt seinen Kindern davon. Deswegen, wie ich eure Mutter traf, how I met your mother. Die Geschichte des Treffens mit der Mutter. Gut, der war gar nicht so schwer zu übersetzen. Kommen wir nun zu Nummer 4. Cold Case, im Deutschen hat er noch den Untertitel, kein Opfer ist je vergessen. Da habt ihr natürlich schon einen kleinen Hinweis dazu. Cold Case ist nämlich das englische Wort für der kalte Fall. Das heißt Fälle, die schon uralt sind und wo nicht mehr wirklich nachgegangen wird. Das heißt, das Wort Cold Case heißt der kalte Fall oder quasi ein alter Fall. Das englische Wort für ein alter Fall, der nicht aufgelöst wurde und wo niemand wirklich mehr danach sucht. Cold Case, kein Opfer ist je vergessen, der kalte Fall. Gut, kommen wir jetzt zu Nummer 5, doch bevor wir dazu kommen, kleine Bitte an euch, falls euch das Video gefallen hat, falls ihr irgendwas gelernt habt, falls ihr euren Freunden davon erzählen wollt, dann Däumchen hoch, abonnieren, teilen, Facebook nachgucken, alles sowas und guckt euch weitere Videos von mir, denn falls ihr irgendwas gelernt habt, vielleicht erfahrt ihr auch in den nächsten Videos irgendwas Neues. Vielen Dank dafür und falls ihr das alles getan habt, kommen wir jetzt zur Nummer 5. Der Serie, die wohl die beliebteste und bekannteste von allen hier, Big Bang Theory. Big Bang Theory kann man schon mehr oder weniger 1 zu 1 übersetzen. Theory ist die Theorie, also eine nicht bewiesene These. Gut, und dann haben wir Big Bang. Big ist groß, Bang ist Bang, die Explosion, der Knall. Also Big Bang ist allerdings übersetzt das Wort der Urknall. Also die Theorie vom Urknall. Big Bang Theory. Die Theorie des Urknalls. Ich weiß nicht, was das mit der Serie zu tun haben soll, aber so ist es. Gut, wir haben also die laufenden Toten, 2½ Männer, wie ich deine Mutter traf, kalte Fälle und die Urknalltheorie. Heute in diesem Inglife-Video über 5 Namen von Serien übersetzt. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, wie gesagt, Däumchen hoch, teilen, sowas alles. Kommentare sind immer gerne gesehen unter dem Video auf Facebook oder hier direkt auf YouTube. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.